Wir sind frei, wir sind frei. Ich weiß nicht, warum wir nicht mehr als zwei Menschen. Naja. Hallo. Sie konnten nach dem ersten Gespräch mit mir einfach nicht genug kriegen, was? Ich kann auch wieder gehen. Ich kann auch wieder gehen. Also sowas mag ich gar nicht, Veronika, ne? Er ist ja ein bisschen eingebildet jetzt, ne? Also ein bisschen so. Aber okay, schauen wir mal, ob wir sie mögen. Mir ist aufgefallen beim Verkaufen und so, wie schön die Musik ist. Ich rede ja sonst immer, ich Vollidiot. Ich laber immer rein und ich höre die Musik gar nicht so doll. Aber die Musik ist voll melancholisch und schön hier. Macht irgendwie keinen Sinn ein bisschen da, wo wir gerade sind. Aber wow, nice. Ich bin bereit, mit Ihnen zusammenzureisen. Gut, ich habe gehofft, dass Sie es sich überlegen. Sollen wir? Das hätten Sie aber mal sagen sollen. Und nicht ich, ne, über einen Kommentar wissen. Also, wer sollten Sie sagen, nee, ich möchte nicht mit jemand anderem noch oder so. Dann kann, ein bisschen eindeutiger können wir es schon machen. Dann mal los. Das ist doch mal ein Wort. Sie sollten jedoch vorher was wissen. Ich habe Sie über die Bruderschaft ausgefragt, weil ich eine von Ihnen bin. Hm? Ich weiß. Aber ich musste wissen, wie Sie reagieren würden, wenn ich Ihnen das sage. Wir haben uns eine Menge Feinde gemacht. Wollen Sie mich immer noch mitnehmen? Warte. Die Bruderschaft? Deshalb hat sie die Powerfaust. Jetzt macht's Sinn. Du bist bei den Bruderschaften. Warum sollen wir jetzt zurück zum Bunker? Also, ich weiß noch, dass wir da eine Quest haben, aber ich habe ganz vergessen, dass... Ich dachte, du bist von dieser... Von den anderen, muss ich zugeben. Also, wen ich einen nicht mehr mag, sind die Kane. Die Kane mit ihrem Scheiß da. Also, nachdem ich es gehört habe von dem einen, wie seine Eltern kacke waren. Die Kane finde ich jetzt auch kacke. Dann aber... Die Bruderschaft, das haben wir noch ein bisschen eingebildet, mal gucken. Ah, sie ist rausgegangen, unter der Erde ist meine Familie. Wollen wir einfach zurückgehen dann und Hallo sagen zu ihrer Familie? Ne, wir haben ja noch eine Quest, ich guck gleich mal nach. Die Untergangsleute, Armageddon-Leute da. Die finde ich noch sympathisch. Ich dachte, sie wäre eine von denen, aber okay. Die Sache gefällt mir jetzt sogar deutlich besser, weil ich weiß, dass sie ausgebildet sind. Als ob das was heißt. Solange sie ab jetzt ehrlich zu mir sind. Ja, aber ich werde sie in einer kurzen Leine halten. Wow, Sharon. Auf keinen Fall. Sie haben mich absichtlich getäuscht. Ja, nö. Also das ist mir ziemlich egal. Ich wollte sie ja mitnehmen wie so ein... Also wie so ein Influencer, deinen kleinen Hund. Das meinte ich jetzt nicht so. Veronika wollte ich ja nach vorne schicken. Nur, eigentlich habe ich ja eher so gedacht, wir helfen ihr. Sie braucht nicht meine Hilfe im Kampf, aber vielleicht braucht sie meine Hilfe im Leben, versteht ihr? Ach, egal wie man es sagt, es kommt chauvinistisch rüber. Ihr wisst, was ich meine. So wie Ede nicht mich braucht, aber meine Hilfe brauchte, versteht ihr? Solange sie ab jetzt ehrlich zu mir sind, weil ausgebildet heißt das überhaupt nicht. Klar, fragen Sie mich nur nie, ob Ihr Outfit Sie dick macht. Wow. Naja, danke dafür, dass Sie einem naiven jungen Mädchen aus Kalifornien mit leuchtenden Augen und einem pneumatischen Handschuh eine Chance geben. War das Sarkasmus? Ich bin der Sarkastische hier. Nicht du. Veronika, also ich hoffe, das läuft hier zwischen uns gut, ne? Aber das war sehr, ich weiß nicht, passiv-aggressiv. Also ich war bisher nur nett zu dir. Veronika gewährt Ihnen das extra Gelehrtenassistenz. Machen wir uns mal auf den Weg, was? Ja, immer gucken wir, was jetzt dieses Gelehrtenassistenz ist, wie wir das. Also, sie gibt mir Gelehrtenassistenz. Während Veronika sie begleitet, können sie Werkbankgegenstände über den Dialog mit Veronika herstellen. Das sagt sie mir nicht. Ich möchte Boon zurück. Zack, Ding! Okay, wir reden mal. Wir gucken mal, was sie hat. Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Warte mal, ist das jetzt sarkastisch? Ist sie so eine... Ich meine, das passt ja zu der Zeit, wo das rauskam, wo jede Frau musste irgendwie... Oh, unique sein und ach, ich mag keine Kleider, ich mag Jungsklamotten, was total, Leute, ihr müsst nicht wie Jungs sein, egal, ich höre es einfach nur raus, aber ihr wisst, was ich meine, diese Zeit, wo Frauen so, hey, ich spiele auch Videospiele, ja, mach doch, ist doch uns doch vollkommen egal, es war immer so, als ob jemand in den Raum kommt und etwas ein Ding aus etwas macht, was überhaupt kein Ding war. Niemals. Alle sagen, ja komm. Also ich habe es nie mitbekommen, dass ein Mädchen nicht mitspielen durfte. Nur als Beispiel. Ich weiß, das gibt es. Ich weiß auch, dass es online richtig Scheiße gibt. Aber nur als Beispiel. Kennt ihr diese Art? Das hat mich halt schon gestört. Und heute ist es noch heftiger. Und wenn sie das jetzt sarkastisch meinte, dann bin ich ein bisschen genervt, weil dieses
Oh, haben Sie vielleicht ein Kleid? Weil, verstehen Sie, ich bin ein Mädchen, verstehen Sie? Aber würde sie jetzt wirklich ein Kleid wollen, dann würde ich das sympathisch finden, weil dann sucht sie ein Kleid. Und wenn wir jetzt ein Kleid finden, kann ich sagen, hier, ich mag es nicht, aber ich habe an dich gedacht. Einfach mal, Leute, nehmt doch mal Nettigkeiten als das, was es ist. Nettigkeiten. Sie raucht. Macht sie schon mal noch unsympathischer. Sie hat 10 Schachteln Zigaretten dabei. Vielleicht freut sie sich ja. Das wäre auch super lustig. Ich meine, wenn das Dragon Quest früher konnte, dann kann das jetzt auch dieses Spiel eigentlich. Dass wenn wir Schachteln finden und sie will es einsammeln, sagt sie, ui, schön oder sowas im Hintergrund. Oder kann ich auch eine haben oder irgend sowas. Das wär gut. Gut, sie trägt gar nichts sonst. Wir können ja also Ausrüstung geben. Das ist die Frage, sollen wir ihr einfach die Lederrüstung geben? Dann habe ich nichts. Wir könnten teuer uns eine neue Rüstung kaufen. Die habe ich vorher verkauft. Ich zeig's euch gleich. Okay, du hast nichts. Dann bin ich ja mal gespannt, Eden. Ne? Zum Glück habe ich dich. Gut, bevor wir da runtergehen, nämlich, muss ich ihr jetzt eine Ausrüstung geben? Oder ein Kleid? Weil guckt mal. Ich hätte noch Schusswaffen und... Ja, ja. Guck mal, das hier ist so eine. Sicher, kein Problem. Das haben einige Spiele ziemlich gut gemacht und das wurde nie irgendwie... Also, das wurde von den Fans ziemlich gut angesehen. Es war einfach so, taffe Frauen, zum Beispiel Resident Evil hat das ziemlich gut gemacht, finde ich. Dass einfach überall auch Männer und Frauen waren. Und egal wie. Und, aber es geht ja nicht hier um die Wahrheit, es geht ja um Propaganda. So, wir haben Kampfrüstung. Aber es ist so fucking teuer. Und ich habe meine verkauft, weil sie halt kaputt war. Und sie ist 25. Aber ich könnte eine kaufen und Veronika geben. Weil ich immer nicht so bin, ne? Aber warum kann ich nicht einfach zu ihr nach Hause... Nee, warte. Warum kann ich ihre Familie das geben? Ihre ach so tolle Familie. Okay, mal schauen. Wo ist denn... Dunkel der Geschichte. Paladin Ramos, da. Den Obersten helfen, lalala, die verschollene Patrouille finden. Wo ist denn das? Wir gucken mal. Wir haben ja jetzt eben nichts anderes wirklich vor. Ich weiß, auf dem Weg ist die Leiche, die holen wir noch. Aber, wir schauen mal. Ich möchte Ort anzeigen, da. Hidden Valley. Oh! Warum ist das neutral? Warte, ist Hidden Valley nicht das mit dem Mutanten? Okay, dann haben wir hier noch Camp McCarran. What? Und da kommen wir doch gerade. In Camp McCarran? Ah nee, das ist meine, schon gut. Entfernen. Schon gut, Entschuldigung. Ich war sehr verwirrt gerade. Und hier oben Air Force Base. Ja, können wir ja mal hin. Aber erstmal gehen wir jetzt die Leiche holen. Die ist nämlich gleich hier. Und da kann ja nichts schief gehen, ne? Ah ne, bevor wir etwas schief gehen lassen, gehen wir hier und erschrecken den Jungen. Du kannst schon springen. Gedanken, wuhu! Es ist komischer Kauz. Wenn die RNK einen Sieg wie bei Nelson erzielt. Hat er gerade komischer Kauz zu mir gesagt? Ich dachte mir schon, dass ich sie wiedersehen würde. Du hast mich komischer Kauz genannt. Tschüss. Ja, tschüss. Nur weil ich von oben runterspringe, dich erschrecke. Bist du nicht... Nee, Alexander. Wo ist denn... Ich soll mit einem von euch reden. Nerven sie immer... Ja, du bist immer noch hässlich. Entschuldigung, Sharon mag dich. Ich finde dich schrecklich. So, wir können ja mal gucken. Also sie hat ihre Waffe. Das ist ja scheinbar bei beiden so gewesen. Wir wollen... Oh, du hast gar nichts. Natürlich hast du nichts. Du bist ja nur für Gewehre da. Können wir ihre Waffe verbessern? Ja, auch nicht, ne? Die Panzerfaust hier. Ihre Panzerfaust. Wir könnten unsere Panzerfaust, die wir haben, jetzt richtig stark machen und Veronika geben. Aber warum sollten wir das tun? Veronika hat uns noch gar nicht irgendwie gezeigt, dass sie auch mal was kann. Also, Veronika. Haben Sie gesehen, was so ein Spezialgewehr mit einer Todeskralle anrichten kann? Nein, Todeskrallen kommen später. Wir haben schon ein paar Junge umgebracht, ja, und ich bin voll stolz darauf, aber... Oh, wir sind dran vorbeigelaufen an der Leiche. Demet. Veronika darf gleich eine sonneverwesene Leiche mitnehmen.
wird sie sich bestimmt freuen. Aber wenn sie ein Power-Ding ist, ein Power... Oh mein Gott, wir haben Boon nicht mehr. Die Stimmung ist gleich anders. Sie ist positiver, aber gleichzeitig fühle ich mich mehr in Gefahr. Warum ist die Musik so? Aha. Ich fühle mich einfach jetzt... Weil er war ein super Schütze und hier sollen doch irgendwo um die Leiche... Warte. Oh, das wusste ich gar nicht mehr. So. Hier sollen irgendwo Scharfschützen sein. Das haben die, hat sie gesagt. Achtung, Minen und Scharfschützen. Aber ich sehe... Ja, ja, du mach mal. Geh mal nach vorne. Lauf mal nach vorne, Veronika. Wo sind die Scharfschützen? Die sollen auf den Bergen sein. Ach man, ohne Boon ist alles ein bisschen so gefährlich. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Hör auf jetzt. Ich wollte... So. Oh, mit Boon hätte ich sie jetzt gesehen, Veronika. Aber ich werde dir kein schlechtes Gewissen machen. Nicht so häufig, meine ich. Doch, werde ich. Jetzt muss ich ganz genau gucken. Wenn es rot nicht mehr leuchtet. Das ist, als ob der Vater die Übungsräder vom Rad wegnimmt. Wo ich mir denke, warum bleiben die nicht einfach dran? Warum darf ich nicht Übungsräder für immer haben? Und jetzt muss ich selbst mich um alles kümmern. Ah! Okay, das ist nicht sehr... Das ist sehr offensichtlich, würde ich mal sagen. Wie? Okay, was ist denn hier? Und wie komme ich da hoch, wenn ich nicht... Ich bin versteckt. Tschüss! Nein! Warte, warte. Ich bin nicht mehr versteckt. Aber sie weiß trotzdem nicht, von wo es kommt. Oh mein Gott, wäre ich... Bumm, weg ist sie. Oh, ein Glück. Gut. Oh-oh. Oh-oh. Das schaffen wir. Warte, warte, warte. Oder auch nicht. Ich bin echt schlecht mit Waffen. Komm mal näher. Ah, oh, das sind nur Frauen, ne? Unhold. Ich habe hier gerade die Waffe aus der Hand rausgeschossen. Lol. Und sie nur so. Aua. Ich kann immer noch zuhauen. Bumm. Okay, tschüss. Gut. Da ist immer noch einer. Aber das machen wir dann mit unserer Trusty. Nein. So ein Hammer. Das haben wir einfach übersehen letztes Mal, ne? Ist hier die Leiche? Da hinten waren wir doch. Hey. Hä? Ja, Veronika, du bist eine super Hilfe. Boon hätte schon längst was getan. Ich dachte, Müll wäre ja jetzt die Leiche. Wir gehen einfach mal... Hier waren wir. Das ist gescriptet. Und da ist ein... Allein ein Typ, der da rumläuft. Typ! Deshalb, ich weiß noch, wie wir langgelaufen sind und gedacht haben, hier ist ja gar nichts. Hä? Oh! Hier sind die Fallen, von denen sie geredet haben. Thanks für die 2 Punkte. Da liegt einer. Hast wohl gedacht, dass du dich vor mir verstecken kannst? Hast du geredet gerade? Ich meine... Okay, Veronika, was hast du jetzt vor? Weißt du was? Ich gebe dir mal lieber eine Waffe. Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie du das meinst. Wir haben... Habe ich überhaupt eine Waffe für dich? Bestimmt haben die. Warte, willst du... Nee, ich will dir nicht meine Akkupistole geben. Weißt du was? Schaust dir wohl gerne selbst beim Bluten zu. Also langsam. Okay, dankeschön.
wollte gerade auch schießen. Hä? Um ein Objekt zu greifen, benutzen sie Y. Ranger Morales. Oh. Warum soll ich ihn greifen? Erkennungsmarke. Wir können ihr die Rüstung hier geben. Sie hat nichts. Dann kriegt sie halt jetzt die. Und nu? Okay, nehme ich ihn jetzt mit nackt oder was? Das war ich nicht, das waren die Bösen. Tue ich ihn in den Müll? Was mache ich denn jetzt mit ihm? Hier. Setz dich erstmal hier hin ein bisschen. Oh ja, schön. Ranger Morales. Wir durchsuchen jetzt erstmal die Leichen und gucken, ob sie eine Schusswaffe hat. Also Veronica ist ja zu nichts gebrochen hier gerade. Guck mal da. Du kriegst ein Jagdgewehr. Und das ist zu schlecht, oder? 4. Das ist nice. Du kriegst ein Jagdgewehr. Ich mach's heil. Okay, dann müssen wir erstmal die anderen Jagdgewehre finden. Hab ich hier gesehen. Stolperdraht. Meine Fresse. So viele. Wann habt ihr das alles gemacht? Sehr fleißig. Ja, ja. Danke. Noch mehr? Also, weil Erfahrung nehme ich gerne. Ansonsten nervt es einfach nur. Ich muss nur nach oben kommen. Ihr habt bestimmt noch Jagdgewehre, die ich wegnehmen kann. Deshalb kommt man nirgends rein. Was mache ich denn jetzt mit der Leiche? Ich meine, ich soll sie mitnehmen. Muss ich sie jetzt ganz nach McCarran mitnehmen? Eieiei, das wird nervtötend. Wie komme ich jetzt aufs Dach? Wartet. Hier vielleicht hoch, Entschuldigung. Okay, ich muss irgendwas hier hinbringen, damit ich raufspringen kann, oder? Dann lassen wir es halt. Weißt du was? Ich mach's später heil. Du kriegst jetzt gleich die Waffe und dann haben wir es hinter uns. Ich weiß jetzt nicht, wie man hier hochkommt. Hier vielleicht, wartet. Ja, ja, Musik, du musst jetzt nicht so tun, als ob du... Ein bisschen zu spät. War interessant auf jeden Fall. Gut, dass ich von Weitem schießen konnte. Oh, ein Händler! Oh ne, nur eine Kuh. Aber ein Händler auf jeden Fall irgendwo. Wo eine Kuh ist, ist ein Händler nicht fern oder sowas. Okay, gut. Kannst du mal mit anpacken vielleicht, Veronica? Dann lass uns mal. Dann komm mal mit. Oh mein Gott, das kann lange dauern. Es schwebt ein Morales nach irgendwo. Und zwar nach McCarran, da ganz da hinten. Können wir mit ihm schnell reisen? Ich guck mal. Wir haben ja nur eine Notiz bekommen. Das ist das Problem. Da, hier in der Nähe von Cottonwood, nein. Koch, Fleisch, ja. Der Leichnam. Und zu bergen. Sein Körper wird anscheinend als Köder benutzt. Ah, ich traue mich nicht. Okay, wisst ihr, weil wir machen das mal so. Er kommt hier hin. Ich speichere. Wir nehmen ihn. Am Fuß. Hallo, ich bin Morales. Juppdidu. Ich habe auch Unterhaltungswert, ne, Veronica? Dolololololo, ich bin hier und ich gehe aufs Klo. Oh, ich habe ja nur einen Arm. Kannst du mir mal helfen? Sexuelle Belästigung. Lololololol. Lolololololol. Das ist irgendwie... Werde ich jetzt gestrikt? Ab 18. Gleich ab 18 hier. Okay. Oh nein! So. Und jetzt versuchen wir mal, schnell zu reisen. McCarran. Das ist so weit weg. Nope. Dammit. Ich muss doch jetzt nicht den ganzen Weg gehen, oder? Mit ihm? Warum sagen sie sonst Y, hä? Okay. Das Gute ist, durch dieses Laden ist es nie passiert. Hui, guck mal, er ist so ein guter Tänzer. So ein Pole-Dancer.
Einsatz-Holoband. Ja, machen wir. Es ist sehr seltsam gerade. Ich habe telekinetische Superfähigkeiten. Nein, ich kann schweben. Okay, wir sind beide ziemlich cool. Hui, ein bisschen creepy. Mit ein bisschen meine ich sehr, aber was soll's. Da sind zwei Leute. Oh, kann ich euch das einfach geben? Ihn, diese Person. Es ist ja eigentlich nur ein Stück Fleisch. Seien wir mal ehrlich, ne? Tut mir nichts. Ich habe hier Morales. Ja, guckt. Hier, guckt hin. Er ist gut durchgebraten. Oh. Konntet ihr irgendwie helfen, bitte? Wirklich? Oh mein Gott, sind Sie in Ordnung? Sie müssen zu einem Sanitäter. Doc Camp kann Sie in der Basis zusammenflicken. Wie konnten Sie sich nur einfach so opfern? Sie kannten ihn doch gar nicht. Oh. Wenn die RNK dafür keinen Orden hat, ja, ja, dann sollten Sie einen erfinden. Finde ich auch. Ich bin schon toll. Ich dachte, da ist einfach keiner. Jetzt komme ich da lang und werde einfach so von... Ne? Dann nimmt man doch gerne mit. Ich habe Private Morales ein Versprechen gegeben. Jetzt wissen wohl sowohl die Unholde als auch die RNK, dass man sich mit mir nicht anlegt. Ich habe Private Morales ein Versprechen gegeben. Das muss ja ein ganz besonderer Ehrenkodex sein, an den Sie sich da halten. Sie arbeiten ja wie besessen. Ja, wir sorgen dafür, dass Ranger Morales Leiche nach Hause geschickt wird. Sie müssen ihn nicht auf der Schulter bis nach Kalifornien bringen. Mach ich auch Aber nicht. Selbst das würden Sie wohl tun, wenn es sein müsste. Jupp. Sie sollten Private Morales die gute Nachricht überbringen. Sie wird sicher erleichtert sein. Gute Nachricht? Hey! Oh, wow! Wow! Hallo? Das machen wir gleich nochmal, weil der Nahkampf-Hacker 2. Ja, macht sehr viel Spaß. Wo ist denn der andere? Nee, das machen wir nochmal, ne? Der wurde ja hier... Der hat mich gerade gelobt und wurde dann erschossen von der Seite. Ach nee, RNK-Soldat, du hast nicht mal gute Sachen. Was war das denn jetzt schon wieder? Aber Veronica, wir müssen echt aufpassen, ne? Sonst hau ich dir den Kopf ein. Ach, Ede. Immer an derselben fucking Stelle kommen die. Okay. Okay, was machen wir denn hier? Wie machen wir das jetzt? Wir gehen jetzt erstmal dahin und triggern das. Wo sind die denn? Immer hier. Ist hier ein Loch? Kann ich da irgendwie eine Bombe reinwerfen? Es nervt richtig. Liebe Spieleentwickler. Schon wieder. Wie sehr wollt ihr eigentlich Wasser? Da haben sie sogar irgendwie Bio-Dinger. Okay. Ja. Nein, warte, ich habe mich gar nicht angezogen. Okay, ich bin gleich tot. Das müssen wir anders machen. Habt ihr es gesehen? Die kommen immer auf der Straße und greifen da die Händler an. Oh. Wie machen wir das jetzt? Ich bin so genervt davon. Seht ihr da? Die sind schon wieder tot. Schon wieder. Das ist der zweite Händler. Hey, ihr da. Geht mal nicht weiter. Geht mal nicht weiter. Ich weiß nicht, warum ich es weiß, aber ich weiß es. Boone hätte das jetzt schon längst geschafft. Hey. Okay, warte, die müssen erstmal kommen. So. Der läuft weg. Boah, ein Glück habe ich eh denn noch. Oh, ein Glück. Da hinten ist noch einer. Boah, so ist es viel einfacher. Mann, zickzack laufen ist unfair. Das macht ja Sinn. Nein, da ist noch einer. Du kriegst ja gleich deine Waffe. So schön.
Wir müssen das jetzt so hinbekommen, dass vielleicht auch mal ein Händler überlebt. Das wäre auch mal eine ordentliche Sache, ne? So, hast eine Maschinenpistole. Können wir ihr auch geben? Eine frische Kartoffel. Nehme ich die aus Prinzip jetzt weg, du Bitch. Und die Rüstung kannst du... Na, das kannst du mal ruhig behalten. Oh, immer hier! Kommen die über die Mauer... Hier, kommen die hier rüber? Kommen sie in den Ghoul-Eingang oder was? Es tut mir langsam auch nicht mehr leid für die Leute, die hier... Das ist wie eine Elbe, ein Haus zu bauen. Ihr habt selbst Schuld. Okay, Entschuldigung, ich reg mich auf. Weil es hier schon das 5. oder 6. Mal ist, dass es passiert ist. Präzisionsgewehr. Ja, das ist nichts mehr wert. Kann ich meins nicht mal mit Heil machen. Ah, die Wurfspeere, die kann ich aber verkaufen. Okay. Habt ihr es überlebt? Sie haben es beide überlebt. Also, die 9. Hier liegen jetzt noch ein paar. Wer bist du? Ein Söldner. Hast ja gut hinbekommen. Du hast aber auch für einen Söldner Scheiße an, ne? Aber das können wir. Warte mal. Das geben wir jetzt schön mal Nahkampf und wenn wir sonst nichts haben, kriegt das sie. Wir sollten aber eigentlich genug zusammenfinden, oder? Nein, wo sind eure Waffen? Superhammer! Oh, yay, ich kann meinen Superhammer heil machen. Superhammer! Super mega. Wenn wir ihr Gesicht nicht mögen, können wir so einen Mundschutz nehmen. Ein Trennmesser, ja, komm. Oder sowas. Sollen wir ihr sowas aufsetzen? Das sieht bestimmt auch cool aus. Wir ziehen sie jetzt doch an wie eine Puppe. Haben wir bei Boon nämlich gar nicht probiert, also. Okay. Nein, der Händler! Hast du gute Sachen? Nein. Warte mal. Lederrüstung. Die kann ich heil machen damit. Armer Händler. Da, vielleicht. Oder wir geben Sturmjägerhut. Tut mir leid, Händler. Was mit dir, Brahmin? Dich darf ich jetzt nicht. Wieso haben sie die Brahmin nicht umgebracht? Dann hätte ich jetzt Sachen bekommen. Oh. Bist du wichtig? Hallo. Hallo. Ich mache meinen Job nicht ordentlich. Aber ich nehme das ganz locker hin. Ja, wisst ihr was, Leute? Das eben hat gezeigt, wie cooler es doch ist, auch schießen zu können. Also so von Weitem. Nicht, dass ich jetzt ein Shooter-Typ bin, ne? Habt ihr eben gesehen. Aber es macht halt Spaß, wenn man so ein bisschen was machen kann. Feldarbeiter. Oh nein, Feldarbeiter ist das. Ist es Fitz? Oh, hoffentlich hat er keine Quest. Ups, der hat einen Namen. Es ist gerade jemand mit einem Namen gestorben. Upsi. Naja. So, mein Superhammer. Oh, warte mal, das ist aber... Da können wir noch ein bisschen warten, ne? Oder? Okay, ist aber ziemlich schwer. Okay, erstmal Kleidung. Also, können wir es reparieren? Nämlich, ja, die verstärkte Rüstung können wir reparieren. Nice. Wird aber auch nicht wirklich besser. Also, ich habe mein neckisches Nachtgewand angehabt, weil... Macht ja auch Sinn. Wir haben ja nicht anders gekämpft. So. Fällt mir jetzt gerade so auf. War ja ziemlich egal. Was geben wir ihr jetzt? So, komm mal her. Du bekommst nämlich jetzt einen Waff. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Ja, das war lustig sogar ein bisschen. Aber du bekommst jetzt, guck mal, die Maschinenpistole hat ziemlich, das ist bestimmt lustig. Wenn einer so eine Maschine, also wenn sie so von hinten so steht, so, bam, 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 das ist auch lustig. Oder wir geben ihr das Jagdgewehr, dann kann sie von Weitem schießen. Oder eine Schrotflinte. Einfach nur, aber dann trifft sie mich vielleicht. Das finde ich jetzt auch nicht so toll. vielleicht ein Trennmesser anstelle ihres Arms? Dann hören wir immer so. Ich weiß nicht. Wir können leider nicht ihre Daten gucken. Wir haben noch gar nicht mit ihr gesprochen. Vielleicht hat sie auch so Trigger, dass man ihre Geschichte triggern muss. Okay, weißt du, was du bekommst? Die Maschinenpistole hier. Damit kann ich ihr nichts machen.
Was ist besser? Das hier ist besser. So, dann bekommst du. Meine Lederrüstung bekommst du nicht. Du bekommst. Die hat 9. Das hat nur 1, hat aber Nahkampf und Schusswaffen plus. Das finde ich halt so interessant. Einfach nur, dass es besser wird. Und das hat Wahrnehmung, hat das aber auch. Ja, hier, komm. Sieht bestimmt cool aus. Ja, nimm. Und das hat halt 9. Wenn sie vorne mitkämpft, wäre das vielleicht ganz gut. Wollen wir sie selbst entscheiden lassen? Sie ist eine Frau. Sie kann entscheiden. Mal schauen. Schutz oder Nahkampf plus? Oh, sie hat sich ein Herz ist sich umgezogen. Irgendwas ist passiert. Irgendetwas ist passiert. Und dann bekommt sie eine Arzttasche. Eine, einfach nur, falls sie verkrüppelt wird. Dann bekommst du Stimpack. Wir kümmern uns ja auch hier um unsere Leute. Da bekommst du mal 7 Stück von 7. So, bin ich nicht nett? Ich bin super nett, oder? Gut. Oh, eine Fraktionsrüstung trägt sie nicht. Und jetzt muss ich es stehlen. Dann lasse ich es halt da. Aber sie hat das andere angezogen. Das heißt, ihre Skills sind ein bisschen besser jetzt. Wahrnehmung und so. Sieht scheiße aus. Du willst also nicht RNK-Sachen tragen? Hui. Da dann von RNK zu... Ah ja, die hassen das ja, ne? Stimmt, da war ja was. Entschuldigung, bist du ein Händler? Ja, hast du Geld? Könntest du selbst einsammeln? Hallo, brauchen Sie was? Ja, ich würde gern Ihre Waren sehen. Hast du... Oh mein Gott, hast du viel Geld. Dass du nicht gestorben bist. Vielleicht hätten wir mal machen sollen, dass du... Ich meine, gut, dass wir dich gerettet haben, ne? Ja, komm, was soll's. Sie kriegt das einfach. Wir geben ihr einfach das. Guck mal, wie gut. Mein Präzisionsgewehr ist so schön. Auch so leise. Und daher konnten wir die vom Dach, glaube ich, auch so schneller wegschießen. Oh, ist schön, wenn alles einfach funktioniert. Repetier Schrotflinte. Wo habe ich das denn jetzt plötzlich her? Warum konnte ich es ihr nicht geben? Fragen über Fragen. Und ein Trennmesser. Nee, wir lassen sie, oder? Sie hat von Anfang an diese Faust. Lassen wir die Faust. Soll sie zuhauen. Finde ich lustig. So, machen wir das so. Oder soll sie Katana bekommen? Wir sehen mal, wie andere Katana benutzen. Wäre auch mal was. Ja, okay. Sie wollte also das nicht. Das ist meins. Sturmjägerhut. Kriegt sie dann auch nicht. Kannst du haben. Gut, supi. Habe ich noch irgendwas Dummes? Gucken wir später. Aber ich glaube, das war, glaube ich, das Wichtigste. Hast du irgendwas? Zeig mal her. Eine bessere Waffe oder zum Reparieren? Wir können mich gleich mal mit ihr reden und das gucken, ob sie vielleicht ein besseres Level hat. Vielleicht hilft sie bei der Herstellung von irgendwas. Schallgedämpfte Pistole. Okay. Ja, habe ich ja schon selbst gemacht. Das hat sie gerade an... Vielleicht finden wir was. Hauptsache, sie ist nicht ganz allein. Also, Hauptsache, sie macht irgendetwas. Also, sie hat ein bisschen was an, ne? Okay, Dankeschön. Wir haben so viel Geld. So,